Mein Name ist Franziska Eichmann. Ich arbeite seit 2017 im Rettungsdienst beim ASB und bin Rettungssanitäterin. Ich habe mich mit 30 entschieden, einen anderen beruflichen Weg einzuschlagen. Vorher war ich im Büro tätig und wollte einen Beruf machen, wo ich Menschen helfen kann und wo ich mich gebraucht fühle. In meiner Familie und auch bei Freunden und Bekannten kam es relativ überraschend, dass ich den Beruf im Rettungsdienst ergriffen habe. So lange mache ich das ja auch noch nicht und nicht so richtig auf Verständnis bei allen, weil ich selber Familie habe und dadurch natürlich in Nachtdienst und Wechselschichten arbeite, was nicht immer ganz einfach ist in der Familie. Das Negative, was dabei vielleicht ein bisschen mitschwingt, ist tatsächlich nur die Belastung, der ich dann ausgesetzt bin sozusagen. Aber durchweg kann ich sagen, es sind sehr positive Meinungen, die ich da bekomme. Ich habe mich bewusst für den ASB entschieden, weil ich auch mein Rettungssanitäterpraktikum schon auf einer Feuerwache beim ASB gemacht habe. Die Kollegen dort haben mich sehr positiv aufgenommen, haben mir einen sehr schönen Einblick gegeben in den Rettungsdienst. Und es hat mir einfach Freude gemacht, dort zu arbeiten und hat mir Lust gemacht auf den Beruf. Wenn wir jemandem helfen im Einsatz, dann ist die Dankbarkeit tatsächlich meist relativ hoch. Manche wollen uns auch noch Kaffee und Kuchen anbieten oder möchten uns irgendwas mitgeben, damit wir halt uns auf der Wache dann das gemütlich machen können oder so. Das ist teilweise wirklich sehr, sehr rührend, weil wir machen ja eigentlich nur unseren Job. Als Ersthelfer muss man prinzipiell erstmal keine Angst haben, wenn man auf einen Unfallgeschehen trifft oder jemanden sieht, der in Not ist. Das Wichtigste ist, hingehen, ansprechen. Und dann kann man einfach weiter sehen, was mit demjenigen los ist. Wenn er ansprechbar ist, ist das wunderbar. Dann kann ich einfach nach dem handeln, was er mir sagt. Ansonsten bei der Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage tatsächlich durchzuführen und bei einer leblosen Person die Reanimation so schnell wie möglich wirklich einzuleiten. Während unserer Einsätze kann ich immer wieder beobachten, dass viele Leute helfen wollen vor Ort, sei es die Ersthelfer, die schon was getan haben, die sich oft auch immer noch zur Verfügung stellen und fragen, kann ich noch was machen, soll ich noch was helfen, kann ich was tragen tatsächlich auch. Ich denke, dass im Alltag jeder einfach hilfsbereit sein sollte und Leuten in Not oder wenn man denkt, demjenigen geht es nicht gut, einfach mal hingehen und einfach nachfragen. Ich glaube, das ist das, was man Zivilcourage nennt. Einfach hilfsbereit sein.